Guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Ich möchte euch heute kurz demonstrieren, wie man einen Kondensator prüfen kann. Das heißt eigentlich nur KO oder OK. Also eigentlich möchte ich nicht ESR ausrechnen, sondern einfach nur zeigen, dass man mit einem Frequenzgenerator und einem Oszilloskop rasch überprüfen kann, ob der Kondensator noch gut ist oder nicht. Zu diesem Zweck habe ich mir so ein kleines Kabel gebastelt mit zwei Clips und hier einem BNC-Stecker am anderen Ende. Dann brauche ich ein T-Stück, wie dieses hier. Stecke das zusammen. Auf der einen Seite kommt der Funktionsgenerator hinein. Hier brauche ich den Funktionsgenerator, der wird hier reingesteckt. Auf dieser Seite stecke ich dann dieses T-Stück auf das Oszilloskop. Bei mir, weil ich das Oszilloskop keinen 50 Ohm Abschlusswiderstand hat, werde ich noch einen Durchgangs 50 Ohm Abschlusswiderstand einfügen. Dann habe ich zwei Kondensatoren. Dieser hier ist neu. Ich weiß, dass der neu ist. Der sollte gut sein. Und hier habe ich einen ausgelöteten, einen kleinen Kondensator, der eigentlich defekt ist. Der hat nicht mehr funktioniert. Und ich möchte eigentlich euch zeigen jetzt auf dem Oszilloskop, wie sich diese zwei verschiedenen Kondensatoren darstellen. Ich habe zu diesem Zweck beim Funktionsgenerator mal was zeigen, was ich da eingestellt habe. Das sind, jawohl, so ungefähr sollte man das noch sehen, richtig. Also ich habe mal eingestellt 10 kHz und 5 Volt pp und dann ein Rechtecksignal. Das sind die Grundeinstellungen, die man braucht, um diesen Kondensator zu überprüfen. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie eigentlich das sich darstellt, das Signal, wenn man einfach schlicht dies jetzt beim Oszilloskop einsteckt. Das werden wir jetzt hier anschauen. Jawohl, genau. Also ich stecke jetzt dieses T-Stück am Oszilloskop ein, mache ich, und man sieht jetzt hier, genau, man sieht jetzt einfach das Rechtecksignal, welches ich einspeise, ohne irgendwie Kondensator auf der anderen Seite, einfach diese 5 Volt, man sieht das auch, 5 Volt pp, ein bisschen mehr hier wird angezeigt. Das hängt damit zusammen, dass das ein bisschen überschwingt. Also der Frequenzzähler zeigt auch an, sauber diese 10 kHz, genau hier. Ah, doch, dürfte man sehen, oder? Jawohl, sieht man hier, genau. Also das sind diese 10 kHz, 5 Volt pp und oben eben, wie wir jetzt sehen, dieses Rechtecksignal auf dem Oszilloskop. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich den Kondensator anschalte oder einschalte. Und zwar nehme ich jetzt mal den guten, ich weiß, dass das der gute ist, und hänge den mal an. Vielleicht aufpassen, dass man erstens diese Spannung am Frequenzgenerator nicht höher wählt, als der Kondensator verträgt. Und jetzt sehen wir da eine Gerade mit so ein paar Spitzen. Diese Spitzen sind bedingt durch die schlechte Anpassung des Kabels. Das ist ein Kabel mit kleinen Clips. Und diese sind natürlich nicht schön 50 Ohm. Also diese kleinen Spitzen rühren von der schlechten Anpassung her. Das ist nicht tragisch, das soll uns im Moment nicht kümmern. Wir sehen aber eigentlich eine Gerade oder fast eine Gerade. Es ist eben eigentlich keine. Und ich werde jetzt die Skalierung erhöhen. Im Moment ist das 2 Volt, jetzt erhöhe ich die Skalierung und man sieht jetzt, jetzt kommt ein kleiner Unterschied zustande. Dieser Unterschied bei jetzt 50 mV ist sehr, sehr klein. Also dieser Kondensator ist okay. Also wenn Sie hier einen Unterschied haben von, ja, das sind wahrscheinlich irgendwie 10 mV, dann ist das durchaus okay, das ist kein Problem. Das ist ein guter Kondensator. Ich werde Ihnen jetzt den schlechten Kondensator anhängen und dann sehen Sie dann sofort den Unterschied. Das habe ich jetzt gemacht und ich glaube, da gibt es nicht sehr viel zu erklären. Man sieht deutlich, was da passiert.
Es gibt so eine Art Dachform oder Sägezahnform, irgend sowas. Aber eigentlich sieht man jetzt, dass hier ein Einfügewiderstand sichtbar wird. Also diese Abflachung, die man hier sieht, also diese Ansteigung, hier das, dieses Flach, das ist, dieser Anstieg ist bedingt durch einen äquivalenten Serienwiderstand, ESR. Wir messen hier, oder wir zeigen hier, wir messen es nicht, aber wir messen hier eigentlich das ESR des Kondensators. Man kann das berechnen, die Formel überlasse ich euch. Also im Prinzip geht es hier nicht darum, genau das ESR zu berechnen oder zu bestimmen, sondern nur zu zeigen, den Unterschied zwischen einem guten Kondensator und einem schlechten, ausgetrockneten Kondensator, der dann durch den Widerstand, den inneren Widerstand, solche Formen erzeugt. Und natürlich die Differenz zwischen Plus Minus ist jetzt nicht mehr irgendwelche kleine Millivolt, sondern sehr, sehr viel mehr. Und deshalb kann man hier unverwechselbar feststellen, dass dieser Kondensator für den Mülleimer ist. Das eigentlich ein kurzer Test für gute Kondensatoren, schlechte Kondensatoren, ohne auf die Werte des ESRs einzutreffen. Also das ESR ist der eigentlich ein äquivalenter, also ein gleichwertiger Serienwiderstand. Äquivalent Serial Resistance. Dankeschön für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.